Also Social Media ist vor allem eins nicht, nämlich nur Twitter, Facebook oder MySpace. Social Media ist eigentlich ein neuer Wertekanon, der besteht aus Offenheit und Transparenz, aus Dialogbereitschaft, auf einem echten Interesse am Gegenüber und auch aus flachen Hierarchien. In der unternehmensexternen Kommunikation diskutiert man das unter dem Schlagwort Web 2.0. In der unternehmensinternen Kommunikation ist es das Themenfeld Enterprise 2.0. Und ich glaube, das Wichtige bei Social Media ist, dass beides sich gegeneinander bedingt. Das heißt, nur wenn ich eine offene und respektvolle Unternehmenskultur habe, dann kann ich auch in der unternehmensexternen Kommunikation so etwas wie Social Media machen. Nein, es ist vor allem nicht für jedes Unternehmen sinnvoll. Social Media oder diesen Themenbereich Social Media, der macht nur dann Sinn, wenn es zu einer offenen und respektvollen Unternehmenskultur passt, also wenn es aus einem Enterprise 2.0 herauskommt. Wichtig ist, dass sich die Unternehmen damit beschäftigen, was bedeutet Social Media, was bedeutet Enterprise 2.0, was bedeutet Web 2.0 und sind sie denn überhaupt schon bereit dafür? Also ich glaube, dass es für Unternehmen zu einem Paradigmenwechsel in ihrer Öffentlichkeitsarbeit kommt. Bisher hatten sie eine endliche Anzahl an Journalistinnen und Journalisten, um die sie sich gekümmert haben. Und da zusätzlich hinzu kommt jetzt eine fast unendliche Anzahl an Personen, die das Unternehmen momentan noch gar nicht identifizieren kann, die es momentan noch gar nicht kennt. Und Unternehmen müssen ein wenig von ihrem hohen Ross herunterkommen und tatsächlich mehr auf Augenhöhe mit ihren Konsumentinnen und Konsumenten sprechen. Denn deren Stimme wird zunehmend, vor allem in deren Freundeskreis und erweiterten Freundeskreis, deren Stimme wird zunehmend gehört. Also ich glaube, dass nach wie vor ein Feld dafür für Journalisten, für professionelle Journalisten da sein wird, die ich dafür bezahle, dass sie den ganzen Tag nichts anderes machen, als die Lage zu beobachten, sich Gedanken dazu machen, Hintergründe zu recherchieren und möglichst neutral sich einen Überblick verschaffen und den auch noch unterhaltsam aufbereitet uns präsentieren. Ich persönlich bin passionierter Zeitungsleser und ich glaube, dass Journalisten wie ein Hans Leyendecker oder ein Heribert Prantl, dafür bezahle ich. Das würde ich auch, ich wäre auch bereit dafür zu bezahlen, wenn das Blogger wären, weil ich einfach auf deren Meinung sehr viel gebe. Und weil ich auch weiß, dass durch meine Abogebühren oder Fernsehgebühren, dass sie den nötigen Spielraum haben, sich Gedanken zu machen über die politische und gesellschaftliche Situation in diesem Land. Ich glaube, das Internet ermöglicht zum ersten Mal der breiten Masse, mit einer etwas lauteren Stimme zu sprechen. Und das ist das sehr, sehr Spannende daran. Das müssen die Menschen auch erst lernen. Das muss erst zu einer Kulturtechnik werden. Ich glaube auch, dass sich die Art und Weise, wie Menschen miteinander, untereinander kommunizieren, vor allem auch innerhalb eines Unternehmens, dass sich das in einem langsamen, aber doch stetigen Wandel befindet und dass dadurch auch althergebrachte Macht- und Kommunikationsstrukturen nach und nach aufweichen und aufbrechen. Ich glaube aber, dass wir uns nicht in einer Social Media Revolution befinden, sondern eher in einer langsamen, aber sehr nachhaltigen Evolution. Die herrschenden Kommunikations- und Machtstrukturen sind sehr fest zementiert und das wird nicht in wenigen Jahren entschieden, sondern hier reden wir über Zeiträume von Jahrzehnten. Ich bin sehr viel, ich verbringe sehr viel Zeit im Internet, auf Facebook, Twitter, auf Xing, mit Blogs. Aber wichtig ist mir dabei, dass ich mich mit Menschen austausche und mit deren Ideen auseinandersetze und Inspiration hole. Und da sehe ich das Internet genauso wie eine Zeitung, wie ein gutes Fernsehprogramm oder wie das direkte Gespräch in einem Café.